So, jetzt nochmal ordentlich guten Morgen von meiner Seite. Es ist sehr früh am Morgen und sehr ungewohnt, dass um diese Uhrzeit die Kamera mitläuft bei mir. Aber mich haben ganz, ganz viele Nachrichten erreicht, auch private Nachrichten, ob ich nicht mehr Putzroutinen online stellen könnte. Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Auch als ich das Video online gestellt hatte von unserem Hauseingang, da habt ihr nämlich gesehen, wie ich den putze, kamen ganz viele Kommentare dazu, ob ich nicht mehr online stellen könnte. Ich würde euch so motivieren und es macht so Spaß zuzugucken, wie jemand anderes putzt. Ja, das mache ich sehr, sehr gerne heute. Es sieht tatsächlich jeden Morgen bei mir gleich aus. Es ist eine Routine, ja, wie gesagt. Also ich mache die Schlafzimmer, die Kinderzimmer, natürlich die Bäder, das Wohnzimmer und die Küche. Die Küche ist auch sehr, sehr wichtig. Das ist unser Herzstück hier im Haus. Da spielt sich unglaublich viel ab. Und es gehört eben jeden Morgen mit dazu. Ich werde es so machen, dass ich euch jetzt die Sequenzen einblende, wie ich eben putze. Ich lasse die Kamera einfach mitlaufen, aber ich lege da Musik drunter, denn ihr wisst, ich bin eine kleine Labertasche. Wenn ich mal anfange, dann höre ich nicht mehr auf und dann würde dieses Video wahrscheinlich unglaubliche Ausmaße nehmen und das wollen wir ja nicht. Aber wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Da können wir uns gerne austauschen. Ansonsten, wenn ihr noch mehr sehen wollt oder irgendwie anders sehen wollt, dass ich vielleicht doch dazu rede, dann lasst mich das auch sehr, sehr gerne wissen. Und ansonsten wird heute wahrscheinlich noch mehr passieren, natürlich. Es wird ein ganz normaler Vlog. Da schreiben mir auch viele, Mensch Heidi, bei dir wird es nie langweilig, bei dir ist immer was los. Ja, das liegt wahrscheinlich mit daran, dass ich 4 Kinder habe und es ist tatsächlich so, bei uns wird es nie langweilig. Es gibt immer irgendwas zu tun. Und dazu eben, wie gesagt, heute auch noch ein bisschen was in diesem Video. Und ansonsten, ja, würde ich jetzt sagen, wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ihr merkt schon, ich bin eine Labertasche, ne? Deshalb starten wir jetzt durch und ja, lasst die Spiele beginnen. Wir fangen das Putzen an. Also, viel Spaß bei dem Video. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Time waits.
is still a mystery. Diesen Moment festhalten, da bin ich wieder. Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, der Postbote hat mich gerade in der Stadt abgefangen, schaut mal. Hat mir dieses große Paket gegeben, hat gesagt, Heidi, ich habe was für dich, magst du es direkt mitnehmen? Natürlich will ich es direkt mitnehmen, was für eine Frage. Ja, Männer. Ja, ich bin total aufgeregt, ich konnte es nicht abwarten. Ich habe es schon mal ausgepackt, ich zeige euch dann, was genau darin enthalten ist bzw. war. Ich freue mich riesig, aber jetzt habe ich leider keine Zeit. Ich muss einen Lissandro von der Schule abholen und ja, kennt ihr das, wenn ihr irgendwie total aufgeregt seid und irgendwas auspacken wollt oder ausprobieren wollt und das aber in dem Moment nicht geht? Ja, da muss man sich ganz schön zusammenreißen, aber der Lissandro geht natürlich vor. Der kann jetzt an der Schule nicht warten. Ich habe noch genau 7 Minuten, aber ich habe ja kurze Wege, also das geht. Und ja, mich haben jetzt auch gerade ganz viele auf Snapchat angeschrieben. Ihr seid echt Füchse, ne? Ihr seid so Füchse. Ihr habt ein Auge wirklich für viel. Und ich selbst hätte das jetzt nicht gedacht, aber euch ist aufgefallen, dass ich eine neue Kette habe. Da haben mich jetzt ganz viele gefragt, ob ich die nicht mal näher zeigen könnte. Das mache ich jetzt noch ganz kurz. Und zwar ist es tatsächlich so, dass diese Kette neu ist. Ich habe die eigentlich extra so hier rein gemacht, weil es mir so auch einfach besser gefällt. Aber wie gesagt, ganz vielen ist es aufgefallen. Das ist meine neue Kette. So sieht die aus. Ich finde, die sieht so, so edel aus. Also mir gefällt sie sehr gut. Gerade jetzt hier zu diesem Pulli. Die ist von Meinpunkt. Bei Meinpunkt habe ich ja schon ganz oft bestellt und habe ganz, ganz tolle Schätze. Ich habe dazu auch einen Rabattcode für euch. Und zwar nennt er sich RosellaMir17. Da könnt ihr Geld sparen. Freue ich mich natürlich, wenn ich euch das ja, sagen kann und euch meinen Rabattcode Geld sparen könnt. Dazu mehr in der Infobox. Ich verlinke euch auch mal die Kette. Die ist echt so, so süß. Mir gefällt sie sehr gut. Wie gesagt, ich wiederhole mich. Und jetzt hole ich schnell meinen Lassie. Dann gibt es Mittagessen. Es werden Hausaufgaben gemacht. Und dann schauen wir mal, was noch so passiert. Und dann schauen wir auch mal da rein. Ich muss auch noch ein Paketchen fertig machen für die Verlosung. Mein Wäschekorb steht auch noch da. Okay, läuft bei mir. Also, jetzt holen wir aber erstmal einen Lassie und dann sehen wir uns später nochmal. Da ist der Lassie. Draußen regnet es voll. Ja. Wir können nicht aussteigen. Auf 3 wieder, wie das letzte Mal? Ja. Was meinst du? Ja. 1, 2, 3. Schaut euch bitte dieses Wetter an. Meine Haare sind klatschnass. Hier ist übrigens die Wäsche, die ich jetzt gleich noch aufhängen werde. Und hier ist mein neues Schätzchen. Oh mein Gott. Lassie, schau mal. Da ist der Lassie. Und? Wollen wir das dann alles mal angucken? Ja, klar. Na klar. Lassie interessiert sich auch immer voll dafür. Wieder Max, ne? Max mag auch immer kochen und so. Naja, okay. Also jetzt stelle ich das aber erstmal auf die Seite, Lassie. Damit du essen kannst, beziehungsweise dass wir erstmal Hausaufgaben machen, oder? Ja. Okay. So, das ist voll gut. Ich musste heute nichts einkaufen. Yay! Also ich musste nicht in die Stadt und extra einkaufen. Ich habe nämlich noch 2 Gerichte von der HelloFreshBox. Da freue ich mich total. Ich gucke jetzt mal, was darin enthalten ist, beziehungsweise schaue mir die Rezeptkarten an und dann entscheide ich, was ich koche. Und Salat gibt es ja sowieso jeden Tag, das wisst ihr. Den mache ich jetzt auch gleich und dann essen wir lecker. Ich habe voll Hunger. Ich habe so richtig Hunger. Hallo? Ich habe Hunger. Also ich habe mich dazu entschieden, dieses Gericht hier zu kochen und ich bin ehrlich mit euch, meine Portion ist schon leer gefuttert, so, so lecker. Jetzt bereite ich noch eine Portion für meinen Mann vor, der kommt nämlich heute später von der Arbeit und ich wollte jetzt mit den Kindern essen. Ich habe das einfach nochmal in den Backofen, weil der ja noch warm war und das ist jetzt der Belag, das habe ich alles zubereitet. Das ist so ein Joghurt-Dip mit Knoblauch und Sesam, der vorher angeröstet wurde. Und hier ist der Blumenkohl mit der Blattpetersilie mit so einer Gewürzmischung. Hier ist der Salat, da sind die Zwiebeln. Ich habe noch Jalapenos, weil mein Mann das sehr gerne scharf isst. Und das Ganze belege ich jetzt. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, ich muss mir auch noch einen machen. Lecker!
Da ist er, mein Luki. Oh mein Gott, es regnet. Luki hat sein großes Instrument heute mitgenommen. Hi, mein Schatz. Hallo. Wie geht's dir? Gut. Luki hat sein Instrument mitgenommen. Er sitzt da hinten. Ich weiß gar nicht, ob ihr es sehen könnt. Wenn das sehen, das ist ganz groß und damit kann er ja nicht heimlaufen, ne? Ja. Und außerdem regnet es. So, okay, also let's go. Ich hab lecker gekocht. Hast du Hunger? Ja. Gut. Das ist jetzt hier natürlich auch voll blöd rauszufahren, aber wird schon gehen. Kleiner Spaß. Kleiner Spaß. Oh Gott, ich bin so voll gefüttert, ey. Das war so lecker. Hast du viele Hausaufgaben auf, mein Schatz? Nee. Yes. Sehr gut. Sehr gut. Wir müssen noch was für den Papa basteln. Er hat doch meinen Geburtstag. Mhm. Ja. Ich wollte so ein kleines Fotoalbum für ihn machen. Und zwar habe ich schon einige Bilder auf dem PC ausgesucht. Die packe ich mir auf meinen Stick und bringe die zum Entwickeln. Und dann bekommt er ein schönes Album als Erinnerung. Ja. Freue mich schon. Aber wir werden nicht feiern. Mein Mann wird arbeiten. Das ist unter der Woche. Der wird den ganzen Tag arbeiten. Dafür haben wir was ganz Tolles am Wochenende vor. Yay. Dann nehme ich euch wieder mit. Ich hoffe, ihr freut euch. Jetzt fahren wir aber erstmal heim. So, ihr Lieben, Lassie hat seine Hausaufgaben gemacht und jetzt kann ich mich mal ganz kurz mit meinem neuen Schätzchen für meine Küche beschäftigen. So sieht das Teilchen jetzt aus. Oh mein Gott. Ich muss mir das alles mal durchlesen. Und zwar ist das jetzt quasi die große Schwester zu dem kleinen Mulex, also zu dem hier. Ist das jetzt die große Schwester oder Mutter? Sagen wir es, wie wir wollen. Und ui, ha, das sind meine Pancakes. Dieses Bild habe ich gemacht. Ja, cool. Ja, da hätten sie mich auch mal verlinken können, ne? Nee, haben sie nicht gemacht. Schade. Schade, schade, schade Schokolade. Diese Pancakes hier habe ich gemacht, tatsächlich mit meinem Mulex, also mit dem etwas kleineren. Und hier ist dieser Abstandshalter. Hier haben wir noch sowas. Ich glaube, das ist jetzt ganz neu. Das ist bestimmt ideal, wenn man Kuchen backt. Hier ist noch die Kasserole. Und hier haben wir noch den Grill, das ist auch richtig praktisch. Da kann man dann so das Fleisch drauflegen oder Gemüse und so weiter. Also wenn ihr wollt, kann ich euch dazu noch ein bisschen was erzählen. Aber davor muss ich mich selbst damit beschäftigen. Ich setze mich jetzt mal an den Tisch, während der Alessandro das Geburtstagsgeschenk für den Papa macht. Also Bastelzeug hier am Start. Wir haben auch so ein bisschen Klebeband noch geholt. Der Lassie muss allerdings noch eine Hausaufgabe fertig machen und ich lese mir in der Zwischenzeit die Gebrauchsanleitung durch. Wer hasst es auch, Gebrauchsanleitungen durchzulesen? Ich? Ich hasse es. Aber gut, es muss sein. Und der Luki, der kommt auch gleich zum Basteln. Der ist aber noch ganz kurz bei einem Kumpel, weil der krank ist. Und der Luki ist zuständig für die Hausaufgabe. Also Hausaufgabe bringen. So, damit es alles seine Richtigkeit hat, ne? Hater und so. Da muss man ja immer ein bisschen aufpassen, was man sagt. Das ist echt schwierig geworden. Mir fällt gleich mein Arm ab. Egal. Ja, also wie gesagt, lasst mich gerne wissen, ob ihr zu meinem neuen Mulex irgendwas wissen möchtet. Ob ich euch dazu Gerichte kochen soll, wenn ich das Gerät selbst erstmal gecheckt habe, kann ich das gerne tun. Und ansonsten verabschiede ich mich jetzt mal an dieser Stelle, weil ich glaube, dass das Video mal wieder ein bisschen lang geworden ist. Ich kleine Labertasche. Oh, ist das anstrengend, ey, mein Arm. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!